Ja, hallo liebe Simson-Freunde. Moin. So, Alex, heute haben wir eine Sache und zwar hatte der Sebastian Selitzky uns einen Zylinder zugeschickt. Das ist also auch jemand, der uns bei YouTube angeschrieben hat. Und der sagte: Mensch, ich bin ganz unglücklich mit meinem Zylinder. Ich habe mir hier einen originalen DDR-Zylinder schleifen lassen und hat sich dazu einen CT-Kolben besorgt und hat das, wie gesagt, bei einer renommierten Firma einschleifen lassen. Hat dann tatsächlich auch nach unserer Einfahranleitung den Zylinder versucht einzufahren und hat dann gesagt: Ja, Mensch, ich habe das so gemacht, wie ihr das gesagt habt, und ich bin 5 Kilometer weit gekommen und dann war der Kolben fest. So, dann haben wir gesagt: Ja, super, klasse. Und da hat er noch geschrieben: Top. Ja, also mit anderen Worten, taucht Ja. nichts ungefähr. So. Ja, und jetzt nehmen wir uns der ganzen Sache mal an, weil wir wollten natürlich auch wissen, woran liegt das. Und wir können das mal eben ganz kurz zeigen. Das ist also der Kolben, den der Sebastian verbaut hat. Und man sieht jetzt hier auch Klemmstellen entsprechend auf dem Kolben. Aber sehr untypisch, Alex, nicht? Wir haben hier die Klemmstellen im unteren Bereich. Meistens ist es so, wenn die Kolben festgehen durch falsches Einfahren, dann habe ich hier oben eine extreme thermische Belastung. Und wenn ich es dann übertreibe, dann fängt er hier oben an, entsprechend zu klemmen. Das ist hier aber nicht der Fall. Und man sieht hier auch noch eins, dass diese Klemmspuren relativ gleichmäßig in einer Viertelumdrehung vorhanden sind. Also hier kommt eins zum anderen. Wir haben uns der Sache jetzt mal angenommen und wollten natürlich auch wissen, woran liegt das. Und CT-Kolben hatten wir ja mal in einem Video gesagt, dass man die also ungefähr mit 400stel einschleifen sollte. Das ist für den CT-Kolben eigentlich das Beste. Haben wir festgestellt, wir haben es auch mal mit 300stel probiert. Da hatten wir dann so ein bisschen, naja, keine Klemme, aber es war schon, Träger. genau, es war schon so, dass es halt auch am Anfang noch nicht frei lief. Und so ab 5,5 Hundertstel, 6 Hundertstel, da gibt es dann auch Geräusche, ne? Das heißt, dann fängt er auch an und fängt an zu klingeln und zu rasseln. Also 4 Hundertstel ist eigentlich für den CT-Kolben wirklich top, wie wir finden. Und ja, wir haben den Zylinder mal vermessen. Und das wollen wir jetzt auch nochmal machen, damit ihr das auch nochmal sehen könnt. Und zwar messen wir erstmal den Zylinder, Alex, ne? Jo. Gut, also wir haben hier so eine Innenmessschraube. Wir können eben noch mal gucken, ob die jetzt auch, weil das ist immer so ein bisschen temperaturabhängig. Hier ist ja so ein Justierring, der hat 40,006 mm im Durchmesser von innen. 006 heißt dann 6000stel, glaube ich, Ja. ne? Und das Ganze sollte man bei 20 Grad messen. Gut, wir haben jetzt 20,5 ungefähr hier in der Werkstatt. Aber wir können mal eben kurz gucken, ob die Innenmessschraube passt. Können wir mal eben ganz kurz, filmst du mal drauf hier, Alex? Kann man das sehen? Wir drehen die jetzt mal zu und gucken mal. Das heißt, er müsste so ein ganz kleines Stück nach der Null wahrscheinlich dann stehen bleiben. Ja. Tut er auch, ne? Also ungefähr ein Strich hinter der Null. Der kleine Strich wäre ja ungefähr ein Tausendstel, ne? Beziehungsweise, nee, warte mal, ein Tausendstel? Fünftausendstel, richtig? Fünftausendstel ist ein halber Hundertstel, Ja. oder nicht? Ja. Oder rede ich Blödsinn? Nein, Okay. alles gut. Ja, also passt, Ja. kann man so sehen. Okay, gut, dann messen wir jetzt mal den Zylinder und gucken mal, was hat er. Also das Schleifmaß ist ja 38,5. Und ja, wollen wir mal schauen, was er hat. So, also. Was hat er? Ja. Also 38,5 und ein ganz kleines Müh, ne? Ungefähr, oder? Man kann eigentlich sagen, 38,5 ist das, ne? Ja. Passt schon ganz genau. So, das heißt 38,5, dann müsste der Kolben jetzt bei 400stel entsprechend 38,46 sein, Ja. damit es vernünftig passt. Das ist aber ein 38,47 Kolben und meistens sind ja die Kolben auch immer ein bisschen untermaßig, aber dieser Kolben eben leider nicht. Wenn wir mal eben kurz messen. Achso, hier auch noch mal gucken, ob das alles in Ordnung ist hier. Hier haben wir so ein Prüfstück mit 25 mm. Das können wir mal eben ganz kurz einspannen. Gucken wir mal, ob die Messschraube auch entsprechend genau ist. So. Jo, sieht gut aus, ne? Hat sich auch genullt. Ja. Gut, okay, dann messen wir jetzt mal den Kolben. Wie gesagt, renommierte Firma hat das gemacht. Und jetzt messen wir mal eben kurz. Also man misst ja immer so ungefähr 1 Zentimeter unterhalb
des Kolbenhemdes. So, Alex, was haben wir? 38,45464675. 475. Das heißt, der Kolben ist 2,5 Hundertstel kleiner als der Zylinder. Ja. Das heißt, dieser Kolben ist mit 2,5 Hundertstel eingeschliffen. Und das wäre selbst beim originalen Kolben schon knapp. Schon sehr knapp. Ne? Also das ich, beim originalen Toleranzbereich ist, glaube ich, von 2,5 bis 3,5, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, ja. Oder 3 mm und 2,5. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Kann man ja nachlesen in dieser Broschüre dort. Ja, und jetzt kommt noch eine Sache dazu, was wahrscheinlich dann auch am Ende dazu geführt hat, weil das Bild, wie der Kolben gelaufen ist, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also da sehe ich jetzt keine großen Probleme. Aber wir haben hier diese 4 Stellen, wo der Kolben festgegangen ist. Und Alex, das sind genau die Stellen, wo die Stehbolzen sitzen. Also hier ist, und wir haben auch mit dem Alex, Alexander sage ich schon, du warst es nicht, nee, mit dem Sebastian danach nochmal gesprochen. Und wir haben ihn dann gefragt und haben gesagt, Mensch, wie hast du denn den Zylinderkopf angezogen? Da sagte er dann, ja, mit einer kleinen Knarre. Und ich sage, nicht mit Drehmoment? Nein, hat er nicht gemacht. Also hier sieht man ganz klar, dass die Stehbolzen zu stark angezogen sind und dann fängt die Laufbuchse an, sich in dem Bereich tatsächlich auch ein bisschen zu stauchen. Und das sind dann so die ersten Stellen, wo der Kolben dann festgeht. So, also wir haben 2,5 Hundertstel. Jetzt müssen wir natürlich sehen, dass wir dem Sebastian helfen. Und wir wollen es mal versuchen, auf ganz konventionelle Weise zu machen, weil wir haben ja keine Drehbank. Ja, lieben Gruß an Alex von der Horex-Werkstatt, der hat ja eine, aber wir haben noch keine. Und wir versuchen das jetzt einfach mal quasi zu Fuß zu erledigen, dass wir diese Garnitur wieder hinbekommen und dass der Sebastian dann auch wieder vernünftig damit fahren kann. So Alex, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um den Kolben. Wie kann man den Kolben versuchen instand zu setzen, ohne dass man jetzt eine Drehbank mit Nockensteuerung hat, ja, weil eigentlich werden die Kolben ja entsprechend auf der Drehbank so gedreht, dass eben über eine Schablone, die hinten abläuft, der Drehmeißel auch entsprechend immer vor- und zurückgezogen wird anhand der Umdrehung und dadurch erreiche ich dann ein ovales Drehbild. Da haben wir natürlich keine Möglichkeit und selbst wenn wir jetzt eine Drehbank hätten und keine Nockendrehbank hätten, dann könnten wir ja quasi den Kolben nur rund drehen. Und das ist natürlich was, was man gar nicht erreichen will, denn der muss oval sein. Warum? Weil er sich hier in dem Bereich anders ausdehnt nachher als hier. Das heißt, bei der Betriebstemperatur ist er dann wirklich kreisrund. So sollte er auch geschliffen sein. Und wie kann man das machen? Also wir haben uns mal Gedanken gemacht und wir wollen jetzt einfach versuchen, weil wir müssen ja ein bisschen mehr Luft bekommen. Das heißt, 2,5 Hundertstel haben wir an einem Bauspiel und wir müssen nachher auf ungefähr 4 Hundertstel kommen. Das heißt, wir können jetzt hier ein bisschen Material abtragen und auch im Zylinder ein bisschen Material abtragen, weil auch im Zylinder, Alex, kann man auch sehen, da hat er auch so ein paar Schleifspuren, beziehungsweise ist da an einer Stelle auch so ein bisschen Aluminium eingearbeitet vom Kolben. Ja. Das sieht man ja auch so ein bisschen. Hier ist so ein leichter Abtrag an der Stelle. Ja. Und diesbezüglich müssen wir dann auch versuchen, den Zylinder dann noch ein bisschen in Schuss zu kriegen. Aber ich bin da ganz guter Dinge. Wir fangen jetzt einfach mal an. Wir haben uns ein bisschen was überlegt. Wie können wir den Kolben jetzt spannen? Und zwar ohne Drehbank und ohne irgendwelchen großen Aufwand. Und versuchen diese Oberfläche, die ja in dem Sinne nicht kaputt ist. Also wir haben das mal vermessen. Hier fehlt also kaum Material. Wir sprechen hier von ungefähr, vielleicht einem 0,5 Hundertstel oder so. Also das ist alles nicht so tragisch. Wir versuchen es einfach mal. Also wir können ja nichts mehr kaputt machen. Genau, man kann ja nichts mehr kaputt machen. Und ich sag mal so, wir wissen auch noch nicht, ob es funktioniert. Aber zur Not geben wir dem Sebastian einfach einen neuen Kolben mit am Ende. Aber wir versuchen es einfach mal. Man muss ja noch nicht aufgeben an der Stelle. Ne? Gut, also wir haben uns hier mal was gebaut. Und zwar, ja, so eine Art Spannvorrichtung. Können das mal eben ganz kurz zeigen. Also das ist hier einfach so ein, vom Trabant ist das, glaube ich, so ein Stoßdämpfergummi hier. Und hier noch so ein Teller und dann noch eine Mutter. So, und dann nehmen wir uns mal den Kolben. Da haben wir hier noch so ein ganz bisschen die Seiten abgeschliffen, damit der hier zwischenpasst. Und dann kann man relativ schön den Kolben hier aufspannen. Und dann hier mit der Schraube das Gummi auseinanderdrücken. Und somit kann ich dann den Kolben hier vernünftig spannen. So, jetzt versuchen wir das mal ganz kurz. Jetzt werden viele sagen, die wollen das doch nicht wirklich mit dem Akkuschrauber machen. Doch, das wollen wir machen. Denn ich sag mal so, eine Drehbank könnte dieses Problem nicht lösen. Und wenn ich jetzt versuche, über die gesamte
Breite einfach gleichmäßig das Material abzutragen, dann habe ich ja quasi wieder das, was ich vorher hatte, nur ein bisschen kleiner. Ja. So, jetzt müssen wir mal sehen, dass das Ding rund läuft, einigermaßen. Da ist er, ein bisschen biegen. Ein bisschen. So, also kann man schon lassen, glaube ich. Ne? Okay, dann probieren wir das mal. Live-Experiment. Das ist ein Experiment, absolut. Und ich bin mal gespannt, ob das hinterher läuft. So, aber ich bin da guter Dinge, warum nicht? So, jetzt nehmen wir uns mal so ein bisschen Schleifpapier, 150er Körnung. Wir haben das schon mal an so einem alten Kolben ausprobiert, also 150 eignet sich eigentlich ganz gut. Jetzt versuchen wir mal die Oberfläche ein bisschen in Schutz zu kriegen. So, also jetzt mal hier über die gesamte Breite versuchen, den ein bisschen nachzuschleifen. Weil so bleibt quasi diese Unebenheit auf dem Kolben dann auch vorhanden, ne? Weil ich schleife über die gesamte Fläche ab. Na, Alex, der fängt schon wieder so an zu eiern hier. Wollen wir mal gucken? Ja, warte mal, warum geht das? Ich muss jetzt auch außen ein bisschen mehr machen, weil ich gehe ja über die Mitte immer zweimal, ne? Darf man auch dabei nicht vergessen. So, dann gucken wir mal. Ja, kann ich schon sehen lassen, ne? Sieht man kaum noch. Bisschen noch. Automatische Ausspannvorrichtung hier. So, jetzt gucken wir mal. Also ich finde, das Bild sieht gut aus, ne? Alles gut. Also hier haben wir jetzt noch so ganz kleine Stellen. Aber wir vermessen den jetzt eben noch mal kurz. Nicht, dass wir hier zu viel des Guten wegnehmen. Also das war jetzt gerade mal ein halber Hundertstel, den wir da runtergenommen haben. Ich denke mal, wir können da noch ein bisschen was machen, ne? Alex? Wir nehmen noch mal ein bisschen was ab. So. Ja, so ganz kleine Stellen sind hier noch, aber ich denke mal, noch mehr sollten wir da vielleicht auch nicht runternehmen jetzt. Messen wir mal ganz kurz. Total krass. Also war echt nur ein halber Hundertstel jetzt, der da runter ist. Könnten wir noch ein bisschen machen, ne? Alex? Ein bisschen können wir noch. Na dann. Mal ruhig nochmal. Merkst du das, Alex? Ein Akku. Mhm. Der Akku gibt den Geist auf hier. Ich glaube, das ist auch nochmal andersrum laufen. Nicht, dass wir da Kanten kriegen. Ne? Ja, Alex, ich glaube, wir müssen mal Akku wechseln machen hier. Das wird nichts. Einmal neuer Akku. Ah.
So, Alex, sollte reichen jetzt. Und ja. Eine ganz kleine Kratzer siehst du noch Ja, an aber einer das kriegst Stelle. du nicht weg. Also das ist völlig okay, denke ich mal. So, jetzt vermessen wir den Kolben Obwohl, nochmal. ja, messt danach auch mal bitte die Konizität, Genau, dass die ob dann die auch noch noch vorhanden vorhanden. ist, richtig. Genau. Ob das Experiment irgendwie funktioniert hat. Ups. Na, komm her hier. Ich brauche eine Hand, Alex. Jetzt wirklich? So, also jetzt haben wir 38, 4, 6, 5, also knapp 7. Ach, nee, jetzt hat er quasi das Maß, was er fast haben soll. So, mal kurz einen Test machen. Ja, fällt durch, soll er auch. Am Anfang hat er so ein bisschen geklemmt, ne? Also das war. So, jetzt messen wir nochmal die Konizität. Das mache ich jetzt aber nur mal grob. 38, 4, 6. Hier müssen wir ungefähr ein Zehntel weniger haben. Haben wir auch, siehst du das? Und hier müssen wir ungefähr 7 Zehntel weniger haben. Ne, auch 10, so war das. 4, 6. 38, 3, 6. 38, 3, 5. Hä? Das war doch bei CT immer anders, das Maß. Ja. Warte mal. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwo einen ZT-Kolben habe hier. Links steht einer. Ja, hier. Neun. Hey, guck mal, das ist ja deutlich weniger. Und hier haben wir die 38 39. 38 39, 38 29. Das ist nochmal ein Zehntel. Was ist Kannst denn du da den noch los? mal um? Ist noch anders. Das ist doch auch CT hier, was soll das denn? Der sieht anders aus. Wo? Dreh den noch mal um, bitte. Du hast einen anderen beim Stimmt. Fenster, eine andere Geometrie. Stimmt, hier, guck mal, hier, da ist auch ein Steg eingegossen, da unten. Hier, siehst du das? Da vom Kolbenauge zum. Ja, sehe ich gerade. Ja, so ganz leicht konnte man es kurz sehen. Habe ich eine Lampe irgendwo? Nee, habe ich jetzt gerade nicht. Und auch hier, das sieht auch anders aus, Alex, hier oben. Ja. Hä? Beides ZT? Das ist aber. Hier, die Schrift ist auch anders. Auch die Pfeile sind anders. Guck mal. Okay. Also bislang war ich immer super zufrieden mit ZT, muss ich sagen. Hier ist jetzt auch ZT reingegossen, kann man hier sehen. Und hier, guck mal, die Kolbenringe. Guck Hast mal, du die abgemacht, ja, ne? hier steht ZT drauf. Moment, das glaube ich, das, ja, das erkennt man sogar. Und was steht da drauf? Ich kann es nicht lesen. B. BRK, Barrikit. Barrikit, ja. Haben Ja, sie ich die. dachte eigentlich, dass alle Kolben immer vom Barrikit kommen. Also das scheint so zu sein, dass ZT jetzt andere Kolben verwendet, auch mit anderen Maßen. Das sind ja beides 38, 4, 7 Kolben. Und nochmal nachmessen, also 38, 3, 6. Und bei dem anderen 38, 3, 9, also 300stel weniger Jetzt nach dem Konizität. Schleifen jetzt sogar noch, ne? Ja, genau. Muss man ja noch dazu sagen. Das stimmt. 38, 4, 5. 4, 6, 4, 5, also ungefähr. Hat auch 4, 6. Tja, also ob das gut ist oder schlecht ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die ZT-Kolben jetzt irgendwie anders. Das ist ja. Das war mir neu, das wusste ich noch nicht. Okay. So, Haben wir Alex, noch mal jetzt. was zum Untersuchen, ne? Da haben wir noch mal was zum Untersuchen, genau. Das ist ja. Ja, vielleicht haben sie das geändert irgendwie. Okay. So, Alex, jetzt kümmern wir uns noch mal um den Zylinder, dass wir hier dieses Aluminium, was sich hier so ein bisschen reingerieben hat, rauskriegen und dass wir hier wieder ein vernünftiges Hohnbild kriegen. Ja. Und das machen wir jetzt mal. So, Alex, jetzt kümmern wir uns mal um den Zylinder. Jetzt darf man auch wieder bitte nicht denken, die machen das hier mit dem Akkuschrauber und hier mit irgend so einem Einsatz hier. Es geht ja darum, einfach dem Zylinder jetzt einfach nochmal ein neues Hohnbild zu verschaffen. Und der Zylinder ist ja, wie gesagt, nur 5 Minuten gelaufen. Das heißt, der ist schon richtig zylindrisch gebohrt.
und hatte ja auch ein vernünftiges Schliffbild. Also man kann sicherlich einen Zylinder nicht komplett mit so einer hohen Bürste aufs nächste Schleifmaß bringen. Das ist überhaupt nicht möglich. Aber nur um jetzt hier wieder eine vernünftige Oberfläche zu kriegen, das zeigen wir dann auch gleich mal. Kann man ja hier sehen, die ist hier schon so ein bisschen glatt geworden jetzt. Dafür eignen sich diese hohen Bürsten eigentlich sehr, sehr gut. Wichtig ist, dass man da ein bisschen Öl drauf macht. Dann funktioniert das eigentlich am besten. Das machen wir jetzt auch mal. Ein ganz bisschen Öl dran. Und dann holen wir den jetzt mal so ein bisschen nach, dass wir ungefähr noch mal so einen halben Hundertstel noch mal rauskriegen. Und dann denke ich mal, wird das vernünftig aussehen. Ich fange mal an. Na, Startprobleme? Mhm. Eigentlich noch zu schnell. So, und jetzt Alex, machen wir noch mal, kannst du mal mit einer Hand hier mal Gas geben, ja, dass wir noch mal ganz langsam drehen lassen, bitte. Da, da, da ist sie. So, ganz langsam, ja, so ist perfekt. Weil jetzt mache ich quasi das Hohnbild rein. So, jetzt gehe ich den mal ganz kurz ausblasen mit Pressluft, mach den mal sauber und dann könnt ihr euch den nochmal... Darf ich einmal gucken? Ja, einmal gucken kannst du. Das sieht aber schon... Ja, eigentlich, du sollst ja einen 60-Grad-Schliff haben und deswegen, wenn du langsame Umdrehungen machst und relativ schnell hoch und runter gehst, dann bekommst du auch diesen 60-Grad-Schliff rein. Wir zeigen es gleich nochmal, ich mach mal eben sauber. So, Alex, jetzt haben wir den nochmal sauber gemacht, den Zylinder, und haben den jetzt hier nochmal mit der hohen Bürste bearbeitet. Wir können das ja mal eben ganz kurz zeigen. Also wir haben hier einen richtig ordentlichen Schliff jetzt erreicht und die Ablagerungen sind auch weg. Alles weg, das Aluminium ist auch raus und ich denke mal, kann sich sehen lassen. Wolltest du mal messen? Jetzt vermessen wir den nochmal, genau. Also übrigens, nicht, dass ihr denkt, Hohnbürste, das ist jetzt irgendwie so ein Kompromiss der Heimwerker irgendwo. Mit diesen hohen Bürsten habe ich gesehen bei Motorenhänze und das machen die auch extra. Nach dem normalen Hohn gehen die nochmal mit einer hohen Bürste durch und brechen die Kanten der Kanäle damit. Gar nicht mal verkehrt. Ja, also die Kugeln wandern quasi in die Kanäle rein und entgraten die quasi. Und diesbezüglich haben wir bei Motorenhänze immer überhaupt gar keine Probleme mit irgendwelchen harten Kanten an den Kanälen. Also die sind alle immer richtig schön rund, eigentlich so wie es sein soll. Also hohen Bürsten haben ihre Berechtigung, nur man kann eben jetzt nicht den nächsten Schliff mit einer hohen Bürste erledigen, das geht nicht. Aber um sowas mal nachzuarbeiten, ist das wirklich perfekt. Ja, ich finde, sieht gut aus. So, dann messen wir mal nach. Ob wir da jetzt hinkommen, wo wir hin wollten. So, eben mal hatten gucken. Wir ziemlich genau 0, ne? Etwas drüber, glaube ich. Ja, genau. Also 38,5 hatten wir. Guck mal, das ist ein Witz. Also ich habe noch nicht mal, glaube ich, ein 2000stel da rausgeholt. Also es sieht immer noch richtig gut aus. 38,5 und ein ganz bisschen mehr. Ja, das heißt, gut, also gehen wir mal von außen einen halben Hundertstel. Dann sind wir bei 38,505, ja, und jetzt messen wir nochmal den Kolben, hatten wir ja glaube ich eben schon, aber dann können wir nochmal genau jetzt gucken, ob es passt. So, also wir haben hier 38,4 knapp 6, also das sind jetzt genau die 400stel, die wir brauchen, siehst du das? Also perfekt, eigentlich so einbauen und gut, haut hin. So Alex, eine Sache wollen wir noch mal ganz kurz zeigen. Also der Sebastian hatte ja gesagt, er hatte den Zylinderkopf an seinem Zylinder hier mit einer ganz normalen kleinen Knarre angezogen. Und ja, wir finden, dass es also wirklich wichtig ist, die Zylinder mit Drehmoment anzuziehen, nämlich genau 7 Newtonmeter. Gut,
10 gehen auch noch irgendwo, ne, machen wir meistens. Aber wir wollen euch jetzt mal zeigen, wenn man einfach so mit so einer kleinen Knarre einfach eine Schraube anzieht, dann könnt ihr mal schauen, wie viel Newtonmeter das eigentlich sind. So, wir machen mal hier eine Schraube rein. Mal so einen Teller drauf, der soll hier mal den Zylinderkopf demonstrieren. Eine Unterlegscheibe und eine Mutter. So ist das ja ungefähr beim Zylinderkopf auch gemacht, ne? So, jetzt nehme ich mal die Nuss und ziehe die jetzt mal ganz normal an. Also so, wie ich sagen würde, wie ich es früher gemacht habe. So will ich mal sagen. Heute weiß ich ja ungefähr, wie viel das ist. Aber früher habe ich den Schrauben dann schon ein bisschen was verpasst. Und hatte dann auch so, also wenn ich jetzt anziehe, ja, so würde ich sagen, so hätte ich sie früher ungefähr angezogen. So, Alex, und jetzt nehmen wir mal den Drehmomentschlüssel. Ich stelle den jetzt erstmal so auf 7 Newtonmeter ein, was eigentlich normal ist. Also das hat er auf jeden Fall schon mal. Jetzt nehmen wir mal Nimm mal unsere 10. 10 Newtonmeter, haben wir jetzt. Die hat er auch locker. Jetzt nehmen wir einfach mal 15. Das ist also schon mal das Doppelte, was er eigentlich haben darf. Mehr als das Doppelte. Ja, aber da, jetzt würde ich sagen, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr mache, dann wird er sich wahrscheinlich wieder fester drehen. Ja, also jetzt dreht sich die Schraube schon ganz leicht fest. Wir gehen noch mal ein bisschen hoch, 20. Ja, Ja. also da ist es so, dass die Schraube noch fester wird. Ja, also daran sieht man, wenn du den jetzt wirklich ganz normal mit der Knarre anziehst, da hat man schnell mal das Doppelte erreicht, ne? Ja, Also fast schon sieben. das Dreifache. Ja, also 7 Newtonmeter ist wirklich ein Schiss irgendwo. Man soll sich nicht wundern, wie wenig das ist. Und ja, man sollte auf jeden Fall einen Drehmomentschlüssel nehmen, dann kann das nicht passieren, dass die Stehbolzen zu stark angezogen werden und dann gibt es halt auch nicht diese Probleme des Klemmens dann irgendwo. Ne? Also, Sebastian, probier es mal aus. Ansonsten werden wir ihm, ich denke mal, auch noch mal einen neuen Kolben mitgeben. Ne? Vorsichtshalber den neuen, ob man das jetzt so verwenden möchte, ist natürlich dann jedem selber überlassen. Ja, also Also ich ich würde würde es es auf fahren. jeden Fall probieren. Ich würde es fahren. Man muss ja sagen, das haben wir damals bei mir auch schon mal gemacht in einem Stimmt. ähnlichen Fall. Genau, das war ein Kolben einer anderen Tuning-Firma, der hat ein bisschen Probleme gemacht. Ne? Genau. Da haben wir, glaube ich, auch noch mal einen halben Hundertstel an Einbauspiel dazugegeben und dann war alles okay. Der läuft bis heute. Ne? Ja. Gut, also ich denke mal, kann sich sehen lassen. Ne? Von den Klemmspuren ist eigentlich überhaupt nichts mehr zu sehen. Ganz wenig hier noch in dem Bereich. Ja. Kann man auch zu Fuß heile kriegen, Und sowas. wir Ne? werden in Zukunft nochmal die CT-Kolben jetzt unter die Lupe nehmen, ne? Ja, also das ist auch was, das verstehe ich auch nicht so richtig. Okay. Ja, das war's. Bis denn. Ciao. Ciao. Thank you.